Hallo und herzlich willkommen zur vierten Challenge, dem Angelbau. Servus Leute, ich bin's der Nico. Ich bin heute mal alleine unterwegs und versuche mich mal an der Angelbau-Challenge. So, ich habe mich jetzt hier mal ein bisschen umgeschaut und nach einem geraden, relativ frischen Stock gesucht. Ich habe jetzt leider keine Haselnuss gefunden, aber ich hoffe, das hier reicht auch. Ich werde mir hiervon jetzt einen schönen geraden mal absägen und dann schauen, wie das aussieht. So, den habe ich mir jetzt hier rausgesucht. Ist nicht perfekt gerade, aber ich denke, das geht trotzdem. Den werde ich jetzt entaschen und dann geht's weiter. So sieht der ganze Spaß jetzt aus. Ich habe das mal so grob einfach entastet und werde es jetzt dann noch auf 2 Meter runterkürzen. Also ich werde unter noch ein bisschen was wegmachen, weil da ist noch sehr dick. Und oben werde ich es auch noch ein bisschen kürzen, weil es eben da sehr dünn und instabil ist. Genau, und dann seht ihr gleich das fertige Ergebnis. So, das ist jetzt die finale Länge. Wie gesagt, der ist nicht ganz 100% gerade, aber ich denke, das muss trotzdem klappen. Der ist noch frisch, also viel Feuchtigkeit, ist noch gut flexibel und ich denke, der hält das Ganze aus. Hier vorne werde ich jetzt noch gleich eine kleine Einkerbung reinschnitzen für die Angelschnur und da zeige ich euch gleich das Ergebnis. So, das ist jetzt die fertige Einkerbung. Ich hoffe, das kann man erkennen. Ich habe sie versucht, nicht zu tief zu machen, weil es natürlich wieder auch eine Stelle ist, wo die Angel leicht brechen kann. Aber ich denke, das passt so. Und da kommt jetzt die Angelschnur drauf und dann geht's weiter. So, jetzt habe ich die Schnur hier ein paar Mal drum gewickelt, ein paar Knoten reingemacht und jetzt kommt der Angelhaken hin. Mein Schwimmer baue ich aus einem Stück Totholz. Da werde ich auch jetzt noch die dunkle Farbe hier ein bisschen abnehmen, dass man den besser sieht. Und hier wieder so auf 3/4 eine kleine Einkerbung reinmachen. Und dann ungefähr auch in so einem Meter Abstand zum Angelhaken dann befestige. Genau. So, ich habe jetzt hier außen mal das Verdunkelte abgenommen und hier eine kleine Kerbe reingemacht, wo jetzt dann der Schwimmer befestigt wird. Genau. Und das mache ich so einen Meter Abstand und dann zeige ich euch gleich das fertige Ergebnis. So, das ist jetzt das fertige Ergebnis. Hier habe ich den Schwimmer hingemacht. Der ist jetzt ungefähr in einem Meter Abstand zum Angelhaken. Genau, das ist ungefähr die Länge. Und ja, der ist quasi jetzt bereit zum Auswerfen. Thank you.
Wir haben schon mal den Baum weggenommen, also den Ast. Und jetzt wird entastet. Also, wir haben vergessen zu filmen. Ich hole es auf den Stand. Wir haben hier noch die dicken Äste abgesägt. Und dann haben wir hier die Kerbe eingeritzt. Wundert euch nicht, ihr habt das entrindet, aber hier ist die Kerbe. Schön einmal rum. Go. So, wir haben jetzt mal geknotet, weil wir wollten das jetzt aufnehmen, weil es hat relativ lange gebraucht, bis es funktioniert hat. Und ja, wir wollten jetzt einfach mal festziehen. Und die Schnur sieht man ja auch kaum, also man hätte da kaum was erkannt, aber es ist der richtige Knoten. Ja, wir können ja mal noch vielleicht ein bisschen anfeuchten. Dass er gut rutscht, sagst du? Ja, genau. Okay. Jetzt ziehen wir ihn fest. Und mit dem Zoom. So, jetzt können wir den hier ziehen. Und dann haben wir den hier. Wir haben jetzt sehr viel Schnur übrig. Dann ziehen wir den hier nochmal fest. Und dann haben wir hier ganz klein. Ich habe so viel Umwicklungen gemacht wie möglich. Das sieht man nur nicht richtig. Ja, wunderschön. Super. Okay. Wir lassen so ein schon ein gutes Stück übrig, das hier. Weil es kann sein, dass er sich noch fester zieht. Wir angeln zwar jetzt nicht mit dieser Angel, aber es kann sein, dass er sich noch fester zieht. Gut abgeschnitten. Jetzt haben wir noch gute 2 cm übrig, wo wir Stiel haben. So, jetzt fehlt hier nur noch der Knoten. Ja, genau. Genau. Jetzt, wir haben hier auch unsere Angel endlich. Ist jetzt halt. Und wir haben es oben befestigt. Ich weiß nicht, ob man sieht, ein bisschen ist jetzt da der Haken dran. Und hier ist die Schnur oben befestigt. So, wir haben jetzt die Angel gebaut. Genau, sind fertig. Warte, ich halte das mal hier. So, Der Knoten hält auf jeden Fall. Super. Ja, das ist ja auch belastbar. Genau. Leider können wir es noch nicht testen. Ja, wir haben leider kein Wasser hier. Aber das sieht sehr professionell aus, was wir hier gemacht haben. Ja. Hat uns wieder sehr Spaß gemacht und wir freuen uns auf den Angeltag. Ja, wir freuen uns darauf. Also ich habe jetzt meine Kerbe fertig. Wir sind das Team 4, soweit ich weiß. Wir haben jetzt schon mal den Haselnussstock geholt und hier den Schwimmer. Den werden wir dann noch ein bisschen gerade bearbeiten. Wir haben auch schon die Schnur und den Haken.
Genau, und wir melden uns dann wieder. Jetzt beim zweiten Teil angelangt. Wir haben jetzt schon mal das hier vorbereitet. Der Schwimmer, der war am Anfang ein bisschen zu dick. Jetzt haben wir hier auch noch bei der Angel die Aufnahme gemacht, wenn man es ein bisschen sieht. Genau. Und wir melden uns dann im letzten Teil. Also, wir haben jetzt hier die Schnur befestigt, hier oben an der Kante, damit es auch nicht abrutschen kann. Dann haben wir hier den Schwimmer befestigt. Ja, genau. Und hier den Angelhaken haben wir mit dem speziellen Knoten aus dem Video festgebunden. Genau. Und ja, wir haben hinten noch einen Griff und jetzt könnten wir theoretisch angeln. So. Jo. Ciao. Mit meinem Kameramann Mika gerade. Mal hallo. Hallo. Wir haben uns jetzt hier so einen schönen Ast rausgesucht. Der hat zwar einen zweiten, aber den nehme ich danach einfach ab. Ja, und dann lass uns mal anfangen. Also gut, dann haben wir jetzt hier unseren Ast. Der hat jetzt sehr große Äste, die werde ich auch wieder mit der Säge wegmachen. Mach das mal mit der Rosenschere. Da haben wir dann die Ausrüstung. Wackelt und ist fest. Hat auch einen schönen Griff, da kann ich gut greifen hier unten. Gut. Hier oben ist es dick genug. Für eine Kerbe? Ja. Und dann jetzt machen. Übergebe jetzt an seinen Bruder. Ich mache jetzt einen kurzen Stopp. Und jetzt. Mika macht nochmal unsere Kerbe. Fertig? Ja. Okay. Also, die Schnur ist sehr lang. Ohne Tiefe. Ian hat jetzt den Knoten hingekriegt. Entschuldigung, das Handy hat kurz gestockt. Ja, ja, das war ein kleines Problem. Wo endet? Ja. Tief genug. Jetzt kommt nur noch der Haar. Und der Hals mal bitte. Auf der anderen Hand frei. Also das ist Mika jetzt mit der fertigen Angel. Also das ist die Angel. Hier ist der... Die Pose. Die Pose. Und hier ist der Angelhaken. Insgesamt ist das eine ganze Angel mit Pose und Angelhaken. Also, das war's dann